Moin Kinners, ihr habt alle wieder zu viel Zeit und guckt zu viel YouTube, da seid ihr hier ganz richtig. Der Onkel ist wieder da, ich habe mir genug Mut angetrunken für ein neues Video und heute geht's um die Mostly Printed CNC. In diesem Video geht es grundsätzlich um dieses hervorragende Stück Ingenieurskunst. Bevor ich dazu komme, möchte ich mich allerdings als erstes, und das liegt mir sehr am Herzen, bei meinem Lieblingskommentator des letzten Videos bedanken. Schaut es euch selber an, ich sage das jetzt nicht, was da drin steht, aber ich war äußerst begeistert, das habe ich auch erstmal angepinnt. Ich glaube, du weißt ganz genau, wen ich meine, mein Freund. Das fand ich schon echt lustig. Und ich glaube, ich werde demnächst auch mal mir einen Preis überlegen für den beleidigendsten und gleichzeitig lustigsten Kommentar. Da lasse ich mir was einfallen. Dann gucken wir mal, ob ich da nicht irgendwas Dummes finde, was man den Leuten verleihen kann. Wer weiß, vielleicht einen 3D-gedruckten Penis oder so? Ich weiß es nicht, das wollen wir mal sehen. Außerdem möchte ich auf die Outtakes diesmal hinweisen. Es sind wieder ganz viele tolle Sachen dabei, die gestern passiert sind. Ich habe nämlich versucht, das Video schon mal zu machen gestern, aber ich hatte ein Bier intus oder zwei und das hat einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Ist ja auch egal. Warum mache ich dieses Video? Ganz einfach. Es gab eine Menge Fragen zu der Fräse, wo ich sie her habe, was ich gemacht habe, was ich verbaut habe. Diese Klarheiten wollen wir in diesem Video natürlich beseitigen. Also fangen wir mal gleich an. Warum habe ich diese Fräse gebaut? Diese Fräse habe ich eigentlich gebaut, da ich früher meine Modellflugzeuge, also ich bin Modellbauer, ich habe meine Modellflugzeuge früher von Hand ausgesägt, ausgeschnitten, gefeilt und dann zusammengebaut. Das kann mitunter echt lange dauern und es macht zwar auch Spaß auf seine eigene Art und Weise, aber ganz ehrlich, wer schon mal sowas komplett mit einer Laubsäge ausgesägt hat, naja, der ist schon eigentlich nach einer Woche spätestens echt kuriert, gerade wenn das ein großes Flugzeug wird. Passend dazu habe ich auch noch ein paar Videos gemacht, wie man das komplett ohne CNC und irgendwelche wilden Elektrogeräte machen kann. Momentan sind da, glaube ich, drei Teile online, der vierte ist in Bearbeitung und es wird noch mehr geben, denn dieses kleine Flugzeug hat irrsinnig lange gedauert. Ist aber ganz cool, verspreche ich euch, dass der Hammer, davon wird die Welt besser, wenn ihr euch diese Videos anguckt. Also angucken, ganz wichtig. Diese Fräse ist grundsätzlich fast komplett 3D gedruckt. Alles an schwarzen Teilen, die man hier sehen kann, also diese ganzen Ecken, die Halter von den Schrittmotoren, ist PLA. Man braucht dafür nichts weiteres als einen 3D-Drucker, 150 Stunden Zeit und 1,5 Kilo Filament. Alle Teile, die hier so silber glänzen, das ist V2A, also Edelstahlrohr, geschliffen in 25 mm Durchmesser. Gibt es überall im Internet, kann man sich im Stahlhandel kaufen. Kann man sich völlig auslassen. Zur Größe. Ursprünglich ist die Fräse, glaube ich, so konstruiert gewesen, dass man 600 x 600 mm Fräsbereich hat. Weil ich allerdings Modellbauer bin und häufig 3 mm Pappelsperrholz und so einen Scheiß fräse, bestelle ich mir immer schön diese Meter mal 50 cm Bretter. Die kann man nämlich noch für ein Apfel und ein Ei mit der Post schicken. Da zahlt man dann keinen Sperrgutaufschlag und in der Größe sind die am günstigsten. Deshalb habe ich einen Fräsbereich von 1,1 Meter mal 51 cm. Warum diese 1 cm mehr? Man muss den Fräserdurchmesser mitrechnen. Ansonsten kann man nicht bis zum Rand fräsen. Ganz einfache Nummer. Bewegen tut sich das Ding nicht von Magie, sondern durch Schrittmotoren. Die Schrittmotoren sind ganz simple NEMA 17 Schrittmotoren, wie man sie in jedem 3D-Drucker findet. Die habe ich von Stepper Online. Da habe ich 5 Stück für 45 Euro oder so gekauft. Völlig simple Nummer. Was braucht man noch? Der Rest ist im Prinzip GT2-Riemen und ein ganzer Arsch voll Kabelbinder. Ach ja, nicht vergessen, Kugellager, Skateboard-Kugellager. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das sind hier alles diese ganz stinknormalen, ich glaube 608er Skateboard-Kugellager. Gibt es zuhauf für unter 1 Euro das Stück. Immer ruhig ein paar mehr kaufen, weil manchmal, wenn man da so 50 Stück von kauft, werden die richtig günstig und es lohnt sich. Falls mal eins kaputt geht, hat man dann immer eins da. Ansonsten braucht man nur noch M8-Schrauben. M4-Schrauben, genau. Ja, das war es dann auch schon. Verbaut habe ich hier als Fräsmotor eine 0,8 kW oder 800 Watt wassergekühlte Spindel direkt aus China.
die ist so chinesisch, die ist für chinesische Verhältnisse schon chinesisch, aber sie funktioniert hundertprozentig, keine Probleme. Angetrieben wird diese Spindel übrigens von einem 1,5 kW Frequenzumrichter, den gibt es mit der Spindel zusammen als Set zu kaufen auf eBay. Ich blende hier mal eben so ein kleines Bild ein, da könnt ihr sehen, wie das dann aussieht. Ich bin einfach zu faul, um Links unter das Video zu machen. Deshalb gibt es jetzt hier Bilder. Als Antrieb für die Wasserkühlung habe ich eine Gartenteichpumpe genommen. Oder für Springbrunnen war die, glaube ich. Ein ganz simples Ding, was es für einen Zwanni auch im Internet gibt. Nichts Wildes, die muss einfach nur ein bisschen Wasser in der Runde pumpen. Mehr macht sie nicht. Ja, angetrieben wird das Ganze über ein Controllerboard. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Das erste Board, was ich drin hatte, war ein RAMS 1.4 mit einem Mega 2690 oder wie sich das Ding schimpft, ich weiß es nicht mehr. Gibt es aber auf jeden Fall auch als Set. Hier ist das Bild dazu. Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass ich ein paar mehr Features haben möchte, weil ich Estelcam benutze. Und deshalb habe ich umgeswitcht auf ein Arduino Uno mit einem CNC-Shield. Somit muss ich zwar einen PC die ganze Zeit daneben stehen haben, aber das ist egal, da ich da eine ganze Menge Features habe, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit bzw. den Vorschub während des Fräsens ändern. Er zeigt mir live an, wo der Fräser gerade ist, was er macht, wie lange es dauert, etc. etc. Und natürlich den Nullpunkt setzen automatisch, die Kanten antasten, die Ecke finden und wie weit das Werkstück verdreht ist. Wenn ihr diese Features auch haben wollt, nehmt euch ein Arduino Uno und ein Shield. Wenn ihr das nicht braucht und einfach eine ganz, ganz simple Fräse haben wollt, die funktioniert wie ein 3D-Drucker von der Technik her, nehmt euch das RAMS Board. Das funktioniert wunderbest. Ja, Zusammenbau ist wirklich einfach gemacht. Da gibt es keine große Magie, ist aber auch auf der Internetseite, wo das Ding herkommt, bis ins kleinste Detail beschrieben. Da kann man keine Fehler machen, es sei denn, man ist völlig minder bemittelt. Aber wenn selbst ich das schaffe, dann, ne, schafft ihr das auch. Ja, was kann die Fräse alles? So wie ich sie hier stehen habe, ist sie zu 90% nur für Holz. Dadurch, dass ich die Achsen so extrem verlängert habe, um fast das Doppelte, es geht ein bisschen die Stabilität flöten. Das ist aber nicht schlimm, solange man nur Holz fräst, so wie ich, passt das immer noch. Da liegt die Genauigkeit bei einem Zehntel oder eher darunter, je nachdem, ob man den Vorschub gerade passend hat. Ich habe mit der Fräse schon diverses gefräst, die wildesten Sachen. Ich habe, wie gesagt, Pappelsperrholz, MDF, Hartholz. Ich habe Multiplex damit gefräst, wie zum Beispiel diese Halter für meine Schlüssel. Wer es noch nicht kennt, guckt euch mal ein Video an von meinem Taschenflitzer. Da fräse ich die ganzen Teile in Balsa von einem Flugzeug, baue das Ding zusammen und es fliegt immer noch hundertprozentig. Ich esse sogar noch heile, ne? So gut fliegt das Ding. Das Ding kann auch 3D. Ich habe hier einen Teil von einer Haube in 3D gefräst. Das ist Styrodurschaum. Da kann man dann mehrere von machen und hat dann irgendwann hinterher, ja, ich glaube, so eine Haube. Das belegt man dann mit Glasfaser und solchen Geschichten und macht daraus eine Urform. Da kommen wir bei einem anderen Video nochmal zu, das ist jetzt zu aufwendig zu erklären. Und, haha, es kann gravieren. Ja, was soll ich dazu sagen? Sieht geil aus, kommt bei mir nachher noch in eine Wohnung. Hundertprozentig, also gravieren geht wunderbest. Was kann sie noch? Der Erbauer der Fräse hat Wert darauf gelegt, dass das Ding sehr universell einsetzbar ist. Man kann noch ein Schleppmesser montieren, dass man sie als Schneideplotter benutzen kann. Man kann ein Hotend dran bauen, dann kann man das als gigantischen 3D-Drucker benutzen. Dann kann man noch einen Laser anbauen und kann damit lasern. Da ist aber Vorsicht geboten, Freunde, denn ohne die passenden Streugläser bzw. Schutzbrillen würde ich das nicht empfehlen, denn, naja, ich bin nicht schuld, wenn ihr hinterher nichts sehen könnt. Also, ne, auf eigene Gefahr. Die Pläne dafür, für diese Fräse, inklusive allen Aufbauanleitungen, einem ganzen Forum, das sich nur um diese Fräse kümmert und, alles an Infos, die ihr braucht, findet ihr auf V1 Engineering, also v1engineering.com. Das ist eine Seite vom Erbauer selber. Da kann man auch, wenn man keinen 3D-Drucker zur Hand hat, sich alle Teile bestellen. Und es ist nicht so teuer, wie man glaubt. Ich habe für die ganze Fräse insgesamt mit allem, was hier so steht, es waren keine 500 Euro. Man kann es sogar noch viel günstiger machen, wenn man nicht so eine Spindel nimmt, denn alleine die kostet ja schon 160 oder so. Da kann man natürlich auch einen ganz normalen Oberfräsenmotor nehmen für einen Apfel und ein Ei. Das reicht auch völlig dicke. Ist nur halt wesentlich lauter, deshalb habe ich die Spindel genommen.
Ich bin hundertprozentig zufrieden mit der Fräse. Ohne die hätte ich gar nicht erst angefangen, mein großes Flugzeug zu bauen. Man sieht übrigens auch hier diesen einen Flügel. Da wird es auch nochmal ein Video zu geben, wie das Flugzeug mittlerweile aussieht. Ich würde sie mir jederzeit wieder bauen. Also für einen Anfänger, der in den CNC-Bereich einsteigen möchte und ein bisschen lernen möchte und ein bisschen testen will, ist das hier echt genial. Und vor allen Dingen günstig. Und man kommt so ein bisschen leichter in die Materie rein, wenn man das dann alles selber mal gebaut hat und so weiter. Deshalb, Freunde, geht auf V1 Engineering, guckt euch das mal an, ladet euch die Daten runter, fangt an zu drucken, baut euch eine Fräse und Abfahrt. Und jetzt natürlich wieder der absolute Standardsatz, ne? Liken, kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter, beleidigt mich in den Kommentaren oder was auch immer, macht was ihr wollt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne in den Kommentaren nachfragen. Wenn ihr mich nicht liked, wird definitiv übrigens in China ein Sack Reis umfallen. Ne? Also denkt da mal drüber nach. Abonniert meinen Kanal, damit rettet ihr auch übrigens Hundebabys. Und jetzt abschalten. Ach ja, und nicht vergessen, die Outtakes. Diesmal ein unglaublich informatives... Ich habe für euch diesmal... Ja, leck mich am Arsch. Lustigsten und beleidigt... Hallo? Ja, Moment. Einen Moment. Hallo? Oh, warte, das Mikro ist nicht drin. Scheiße. Euer Leben hat einen Frosch im Hals. Oh. Oh, nicht jetzt hier. Nicht im Ernst. Oh, komm schon, ey. Weißt du was, leckt mich doch am Arsch. Diese Fräse, ja. Ja, wenn ich die Tür auflasse, ist es arschwindig. Na, willst du YouTube-Star werden? Hier, komm her, komm vor die Kamera. Der T-Rex ist da! Scheiße. Oh, komm schon. Wie ihr wahrscheinlich wisst, man kann aber auch wirklich stinknormale nehmen. Man sollte nur kein Alu nehmen. Und mein Licht ist gerade ausgegangen. Naja, macht nichts, machen wir weiter. Ganz gut, ne? Hier an alle Star Wars Fans. Alter! Alter! Mann, Mann, Mann! Na. Das weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, so ist das so.